Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir sind hier gerade auf der Zinnoberinsel. Und unsere Pokémon sind geheilt, super. Brauchen wir nicht mehr machen. Wir kamen gerade aus dem Markt, so wie es aussieht. Das Altbernstein haben wir auch abgegeben, wenn ich mich nicht irre. Wir haben auch, wenn ich mich nicht irre, hier bereits geangelt. In beiden Editionen. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen reinfinden, denn es ist jetzt zwei oder vielleicht sogar, ich glaube, drei Wochen her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Weil es so viel Spaß gemacht hat, dass ich zu viel aufgenommen habe und jetzt ist es ein bisschen blöd. Aber wisst ihr, was wir auf jeden Fall machen können? Wir können auf jeden Fall mal nach Prismania City fliegen und ein bisschen beim einarmigen Banditen spielen. So, da holen wir uns jetzt erst einmal den Münzkorb. Aufnehmen, nicht ablegen. Und dann können wir noch eine TM mitnehmen. Hier die 24, die wird dann wieder verkauft. So. Dann fangen wir an. Vielleicht haben wir heute wieder etwas Glück. Fast. Gleich zum nächsten. Nein, leider nicht. Auch nicht. Nein. Kirschen. Oh, oh. Funktioniert es wieder? Haben wir wieder Glück? Nein, das wäre jetzt auch die 7 gewesen. Mit der 7 Glück haben, das ist ein bisschen blöd. Nein, leider nicht. Kirschen! Fast! Wir haben doch kein Glück, sonst hätten wir jetzt mehrmals als nur zweimal Kirschen gewonnen. Zum nächsten! Vielleicht haben wir mit diesem Automat mehr Glück. Nein. Und zum nächsten. Fast. Nein. Oh. Kirschen, juhu. Pummeluff, juhu. Kirschen.
fast die 7. Aber ich glaube, ich habe schon seit Ewigkeiten die 7 nicht mehr links oben gehabt. Nein, leider nicht. Übrigens, weil ich gerade wieder das Gefühl hatte, dass er sich einfach gewechselt hat. Also, dass er fertig gedreht hat und dann ist er nachher nochmal die Symbole ein bisschen gewechselt. Das ist tatsächlich so. Manchmal kommt, ist die Grafik zu langsam im Vergleich zum Spiel, glaube ich, und dann wechselt er wieder richtig hin. Also manchmal, ich habe das tatsächlich mit 0,25-facher Geschwindigkeit, also ein Viertel der Geschwindigkeit angesehen auf YouTube. Das rollt und rollt und rollt und dann alle 4-5 Rollen bewegen sich die Bilder um 2-3 Felder einfach weiter. Und dann rollt es wieder und rollt es und rollt es und rollt es und dann ist es wieder zu weit hinten, also bewegt es sich wieder weiter. Also es springt so praktisch ein bisschen. Das ist richtig, richtig fies. Aber nur die letzte Rolle, nicht die erste und zweite. Könnte aber auch daran liegen, dass ich die erste Rolle immer sofort drücke, also gar keinen Vergleich habe, und die zweite Rolle nur 2-3 Mal rollen lasse. Und bei der dritten ich dann mir mehr Zeit lasse, um es zu versuchen. Aber das springt immer. Und deswegen habe ich wahrscheinlich so viele Probleme mit der dritten Rolle. Könnt ihr selbst mal versuchen, ob ihr das gleiche Phänomen auch entdeckt oder ob ich mir das tatsächlich nur irgendwie einbilde, weil ich daran glaube. Aber ich habe es tatsächlich, also ich bin schon der Meinung, ich habe das tatsächlich so gesehen. Und es war tatsächlich auch so. Also das würde mich schon interessieren, ob ihr das auch so seht. Allerdings werden die wenigsten von euch sich tatsächlich die Mühe machen und das Video in ein Viertel der Geschwindigkeit ansehen. Denke ich zumindest. Kirschen! Das Blöde ist aber, das dreht sich ja ein paar Mal, bevor es springt. Und ich gehe immer nach den Symbolen, die ich sehe. Wenn es jetzt aber dann springt, wenn ich sehe, wenn ich jetzt also nach dem, was ich sehe, gehe und drücke und dann springt es nochmal, dann ist es natürlich fast immer falsch. Richtig blöd. Oh, nächster. Quapsel! Und der nächste. Und der nächste. Leider nichts. Nein. Fast. Es ist echt schade. Ein bisschen länger, nur eine Mikrosekunde oder sowas. Oder Millisekunde.
Mikro wäre ein bisschen zu kurz, glaube ich. Millisekunde vielleicht und dann hätten wir die Kirschen bekommen und vielleicht noch ein bisschen länger, dann hätten wir Quapsen bekommen. Es ist echt so fies. Mein Gefühl ist so gut, dass es immer um ein Feld oder meistens um ein Feld daneben liegt. Auch hier wieder. Die 7 um ein Feld daneben. Schade. Nein, nicht ganz. Fast. Wieder fast. Nein, das war nichts. Ich glaube, wir machen heute wieder richtig Minus. Wenn wir jetzt dann noch die 50 Münzen kaufen, dann sind wir ungefähr gleich. Aber die Folge geht ja noch ein bisschen. Fast. Und ab zum nächsten Automat. Oh, das vergesse ich jedes Mal. Und ab zum nächsten. Kaufen wir gleich unsere 50 Münzen. So, wir haben jetzt trotzdem ein bisschen Minus gemacht. Bereits. Echt blöd, aber naja. Irgendwann machen wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Plus. Kann ich jetzt überhaupt noch irgendwas gewinnen? Nein. Ich habe bereits verloren. Total blöd. Bei dem Automaten bleiben wir. Wir machen Plus, Leute. Wir haben jetzt etwa 50 Plus, also genau das, was wir gekauft haben. Geil. Fast. Bei diesem Automat bleiben wir. Lange dauert die Folge eh nicht mehr. Aber wir haben dann zumindest ein kleines Plus gemacht. Fast. Thank you.
Nein. Na komm schon. Pummeluff? Nein. Leider nicht. Fast! Wären es nochmal 100 gewesen. Irgendwie, ich habe das Bar nicht gesehen, also er ist wieder gesprungen ein bisschen. Schade. Kirschen, juhu! Nein. Fast 300. Mann. Da habe ich zu früh gedrückt. Mist, da habe ich zu spät gedrückt. Nein. So, letzte Runde, Leute. Außer wir gewinnen jetzt noch was. Schade. Na gut. Leider nicht. Dann, Leute, sehen wir uns morgen wieder in der roten Edition und übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao!